So, wir sind live. Warte mal ganz kurz, bis wir auf Sendung sind. Das dauert ja mal eine Sekunde, zwei, drei. Zack, zack, zack. 100 warten. Ei, guck mal. 100 Begeisterte. Da wollte ich halt mal einen Screen machen. 100 Leute warten. Das ist ja wie in alten Zeiten hier. So, warum geht mein Screen nicht? Habe ich mein Programm nicht geladen? Doch, da ist er doch. Du sollst jetzt hier ein Bildschirmfoto machen, du dummes Programm. 100 Leute warten. Ja, ich bin total erschrocken. 100 ist schon eine Ausnahme. Ne? Mal gucken, ob noch welche dazukommen. Nicht, dass wir demnächst 200 sind. Oder so. So, jetzt machen wir als allererste das, was wir eigentlich immer machen. Wo bin ich? Hier, StreamYard. Ach, jetzt sind wir nur noch 84. Ein paar haben mich gesehen. Puff, direkt weg. Sehr schön, sehr schön. 96, 98. Heute habe ich mal was vor. Ne? Heute gucken alle, die das noch nicht wissen, es gibt da eine böse Frau. Tatsächlich, es gibt eine böse Frau. Ne? Die Frau Lehmann. Und alle, die Frau Lehmann noch nicht persönlich kennengelernt haben, da gibt es bestimmt noch ein paar von, die Frau Lehmann noch gar nicht kennen. Ne? Und ja, ich habe alles in Bewegung gesetzt, dass ich mal ein paar ordentliche Bilder rankriege. Stimmproben. Dass wir uns da audiovisuell mal ein Bild von der alten Ost-Trollada machen können. Ne? Als erstes hier mal ganz kurz den Schuppen abdichten. Sonst habe ich hier gleich wieder so eine Tonlage dazwischen. Da sind die ganzen Mitschnitte scheiße. Ne? So, ja, jetzt fehlt ein Intro. Also hier gibt es jetzt drei Optionen. Ich spiele das alte. Das sieht so aus. Also neuer. Shalom Aleikum. Ja, dann habe ich noch so einen Profi am Start. Shine bright like a diamond. Ja, so einen asozialen Penner. Hallo. Da bin ich nämlich Angler. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig wäre, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk nochmal ein, denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werd ich immer nur ein Fremder sein und allein. Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind. Alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind. Und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sie sagten sich immer wieder, irgendwann kommt er zurück. Das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und
bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk nochmal ein. Denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werd ich immer nur ein Fremder sein und allein. Ja. Und das kann sich doch wohl hören lassen, ne? Da wird die Alte mir sofort einen Strike reindollern, pass mal auf. Oder Udo Jürgens hüpft wieder aus der Kiste, ne? Wie kann ihm ein Song singen? So, wir sind allerdings zusammengekommen, liebe Gemeinde. Ja, wir müssen leider jetzt, also zumindest einem bösen Mann hier gleich mal ein bisschen ein ernstes Wort sprechen. Und deswegen bin ich hier auch, vor zahlreichem Publikum erschienen. Auch schönen guten Abend, den Herrn Gubinippel und alle sich im Chat befindlichen, die mich mögen, hassen. Schickt mir auf jeden Fall Kohle. Meine PayPal-Adresse steht hier unten. Müsst ihr allerdings abtippen. Ne? Keine Ahnung, ist mir doch scheißegal. So. Erstmal muss ich an der Zigarette lecken. Ne? Wie ein Profi, hast gesehen. Zack, 200 Zuschauer. Ne? 7 Minuten online, 200 Zuschauer. 100 haben gewartet zu meinen Stoßzeiten, also als ich noch in Kamplaune war. Es gab tatsächlich mal eine Zeit. Jetzt habe ich meinen Tabak runtergeschmissen. Wie komme ich denn aus der Nummer raus? Alter! So, einfach bücken. Zack. Einfach bücken, ne? Allerdings war ich, sag mal, für ein relativ exklusives Publikum immer zuständig. Ne? So, jetzt haben wir ein normales Publikum. Da müssen wir uns auch ein bisschen mitnehmen, ne? Sonst gibt es hier da wieder Anzeigen und Klagen. So, wir haben eine Grundproblematik. Wir haben einen 2,13 Meter Lügner in Rheinbach sitzen. Ein ziemlich realitätsfremder, durchgeknallter Vollegoist. Der Volksmund sagt Mongo, ne? Familie Ritter 2.0. Ich weiß nicht, was mit dem Typ los ist. Der hat so einen an der Bimmel, dass man dem wirklich mal in ordentlichen Tönen deutscher Sprache sagen muss. Meister bis hin und nicht weiter. Ne? Er hatte das in einem Anfall von der eine Kampfzwerg, der hält die ganze Polizei in seinem Dorf auf Trupp, ne? Auf Trab, ne? Also, er ist da kein Unbekannter. Ich hatte da übrigens gestern mal kurz angerufen, wollte mich schon mal vorstellen. Und ja, der hat so ein kleines Gewaltproblem. Und dieser komische lange Lulatsch, dieser 2,13 Meter Vollmongo, über den ich gerade gesprochen habe, aus Rheinbach, der hat gerade auch so komische Allüren, der nämlich heute Mittag irgendwann oder heute Morgen irgendwann, als er aus den Federn gestiegen ist, gesagt, er wüsste nicht, wie lange er sich noch unter Kontrolle halten kann. Meine Güte, du armer Kerl. Nimmst du einfach mal eine Pille mehr oder so, eine Ibu 400 rektal, vielleicht hinten in die Fott, zweimal dein komisches Magnesium drauf und schon brennt die Pupanze und du kommst gar nicht auf doofe Ideen, ne? Keine Ahnung, guck mal, ob du so nachverstutzen hast, hau dir das Zeug ins Hirn, mach irgendwas damit, ne? Aber komm nicht auf die Idee, wie der Kampfzwerg mich bedrohen zu wollen. Ganz kurze Ansage. Wenn du ein Gewaltproblem hast, meine Adresse ist bekannt. Ich wohne in Hamm, meine Adresse hast du. Setz dich in deine verschissene Karre und trab hier gefälligst an und schwing nicht so dämlich hier reden, du Affe. Ja? Und ansonsten gehst du gefälligst wie eine Muschi zur Polizei, kackst andere Leute an und scheißt alle an, die dir irgendwie mal Kontra gegeben haben. Aber noch einmal, wenn du hier bei mir aufläufst, nachdem du mich vorher öffentlich bedroht hast oder irgendwelche Amokläufe ankündigst oder sonst was, ich bin der Falsche. Ja, okay.
So, das ist einmal noch mal kurz die Männeransprache. Jetzt kannst du wieder zur Polizei rennen und der Mann da, der alte Mann hat mal irgendwas gesagt, noch einmal. Wenn du deine Gewalt nicht unter Kontrolle hast und dafür gibt es mittlerweile so viele Videos und Videobeweise, dass ihr hier Frauen traktiert, mit Mord bedroht und all so ein Scheiß. Was bist du für ein Assi? Aus welchem Pisskaff bist du denn gekommen? Ich soll in deine komische Pissecke gehen, riechen, wo du hingekackt hast. Ich glaube, du bist in dieser Pissecke geboren worden. Brennt dir der Helm? Hast du was an der Gurke? Was ist dein Problem? Nochmal, wenn du ein Männerproblem suchst, du hast meine Adresse und nochmal, ich werde dich danach nicht anzeigen. Mach dir keine Sorgen. Du kannst kommen und alles hier fabrizieren, was auch immer du möchtest. Wir werden das klären. Du und ich, wenn du da Lust drauf hast. Zweimal schellen, ich spring kurz in die Schuhe und dann kannst du auch direkt losgehen. So, ansonsten hältst du brav die Fresse und versuchst mal dein Gewaltproblem irgendwie bei deinem Psychologen zu erklären. Das ist der Grund, warum ihr euch hier ständig anzeigen fangt, weil ihr Leute ständig mit irgendwelcher scheiß Gewalt traktiert, okay? Weil ihr Leute besuchen wollt, liegen wollt, doxen wollt, erpressen wollt, nötigen wollt, mit Mord bedroht, an der nächsten Laterne aufhängen wollt. Was ist euer verschissenes Problem? Kackt mich an, bitte, nehmt dieses Video, aber zeigt es doch der Polizei mal ganz. Nicht einfach nur den Teil rausschneiden, wo ich sage, du bist ein Vollidiot. Nimm einfach den Teil, wo ich auch erkläre, warum du ein Vollidiot bist. Ein 2,13 Meter, 180 Kilo Mann, der eine Frau bedroht, brennt dir der Helm, ohne Scheiß. So, Punkt. Das war schon mal die gute Nachricht des Abends. Zur schlechten kommen wir nämlich jetzt gleich erstmal. Ja, die Herrscher, die brauchen ja auch mal zwischendrin eine klare Ansprache, ne? Sonst haben die ja gar kein Pulver, wenn sie sich verklagen wollen. Die Frau von dem 2,13 Meter Asi, Eiche, wie er sie nennt, ne? Wer nennt seine Frau Eiche? Jetzt mal ohne Scheiß. Außer du hast natürlich, dass du deine eigene Family da auch wie deine Leibeigenen siehst, ne? Der große Ali bin Ali sitzt in seinem Beduinenzelt und sagt, Eiche, Tee. Oder wie darf man das verstehen? So, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil von Eiche. Was ist Eiche denn eigentlich für eine Mutter? Jetzt kriegst du den Grund, vielleicht bei mir anzutreiben. Ne, vielleicht muss Eiche dich auch fahren oder so. Was ist denn das eigentlich für eine Frau, die mitmacht, der hat einen 2,13 Meter Kerl seine eigenen Weiber, seine minderjährigen Blagen da vor die Kamera setzt? Du beschimpfst mich als Pädophilen. Wo nimmst du das denn her, du Weihnachtsmann? Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist die eine Sache, das werden wir juristisch klären. Post ist übrigens schon unterwegs und nur, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Auch diesen Ausraster hätte ich dir bis zum gewissen Punkt verziehen, außer wenn dieses Lügenkonstrukt, dass du da ständig deinen komischen Pinguin-verseuchten Vollmongo, irgendwie abgedrifteten Bimbo-Weibern, dieses Vollmongo-Zeug, diese Menschen ohne Empathie, ohne Herz, ohne Grips, ohne irgendwas, du kannst denen alles vorbeten. Aber sie werden hier immer wieder die Wahrheit erfahren. Und die Wahrheit ist ja folgende, das vergisst du immer dabei zu erzählen. Du hast deine eigenen Blagen vor die Kamera gezerrt. 2 Jahre sind deine scheiß Videos hier auf YouTube gewesen. Und das war dir immer alles recht. Was ist los? Du lässt deine eigene Tochter im BH durchs Bild rennen und nachdem du dann aufgefordert wirst, das sofort zu löschen und zu verhindern, ist dein einzigster Kommentar, wieso, das ist doch wie ein Bikini, das wäre doch gar nicht schlimm. Und gleichzeitig regst du dich über irgendwelche anderen Leute auf. Wo holst du das denn her? Ja. So, da muss man einfach mal sagen, was seid ihr denn für eine komische Familie? Ist das für Familienunternehmen Wahnsinn oder weiß ich nicht, was habt ihr für einen Firmennamen genommen? Ritter 2.0, der Wahnsinn wohnt in Rheinbach oder was ist euer Firmenmotto? Ich verstehe das hier gerade nicht. Noch einmal, das Problem, ich habe ja gesagt, ich werde dieses Video hier nicht auf YouTube zeigen, einfach weil das Mädel irgendwie 10, 11, 12 oder was weiß ich was gewesen ist, darum geht's denn. Es ist auch gar nicht viel zu sehen. Aber wer sich über einen angezogenen Jungen aufregt, der bei mir auf der Telegram-Gruppe gezeigt wird, der neben seinem stinkbesoffenen Vater sitzt und von dem Vater im Prinzip dazu vorher animiert wurde, irgendwelche Leute zu beleidigen und zu bedrohen, weil der Vater eine einstweilige Verfügung hat und das Maul nicht aufmachen darf, das ist die eine Geschichte. Daraufhin werde ich hier als Pedo hier durch die Gegend gejagt, weil ich gesagt habe, der Junge sieht im Vergleich zum Vater ja noch wirklich normal aus, ne? Ich meine, das kann ja jeder sehen, das ist ja jetzt kein Geheimnis, ne? Das ist die eine Geschichte. Aber dass dann hier dieser 2,13 Meter Vollmongo mit dem Finger auf mich zeigt und mich hier als Pädoriesen jetzt jagen will, während er seine eigenen minderjährigen Kinder da vor die Kamera gezerrt hat und anderen Leuten erklärt hat, wer das Normalste der Welt. Was ist denn jetzt hier genau das Problem? Bin ich das Problem oder ist das wohl das Problem in Rheinbach bei irgendeinem Typ, der überhaupt kein Konzept in seinem verschissenen Leben hat? Wo jedes verkackte Mittel recht gewesen ist. Das müssen wir das Kind mal beim Namen nennen. Was ist das für eine Mutter, die dem Typen nicht sagt, brennt dir der Helm, Alter. Meine Mutter hätte meinen Alten mit der Mistgabel durchs Dorf gejagt, wenn der auf so eine Idee gekommen wäre.
Und die machen da ein Geschäftsmodell raus. Und dann wollen sie noch andere Leute hier anzeigen, stalken, einstellen, die Verfügung, was weiß ich, was ihr alles in eurem kranken Scheißhirn da zusammenfabriziert, in eurer Pinguin-Assi-Truppe auf eurem Kack-Discord-Server, wo ihr euch den ganzen Tag irgendwelche Horror-Stories von irgendwelchen Pädophilen... Man muss doch mal die Gegenfrage stellen. Ich habe ja nichts gegen Freizügigkeit. Aber noch einmal, wie kommt man als erwachsener Mann, wie kommt man eigentlich als erwachsener Mann seine Elfjährige dann mehr durchs Bild rennen zu lassen? Warum sitzt denn der erwachsene Mann da bei dieser Grillveranstaltung in Iserlohn, kratzt sich da am Sack? Was ist denn das für ein Problem? Da verstehe ich das jetzt gerade irgendwie falsch. Mache ich das hier gerade? Ach so, ja, der guckt ja immer so komisch. Ich habe übrigens ein Video gemacht für alle, die komisch gucken oder so. Ich kann das nochmal kurz zeigen. Ich habe ja noch eine zweite Kamera. Wir können das eben auch nochmal schnell umschalten für alle. Achte auf meinen Blick. Ich bin richtig knatschig, ne? Also nur, und das hört man auch, glaube ich, an der Stimme jetzt gerade aktuell so ein bisschen. Ich habe noch nie so ein Lügenmaul erwischt wie. Ja, der guckt immer so komisch, ne? Ich glaube, das ist die Scheißkamera. So. Haben wir umgeschaltet, ne? Weil der guckt immer. Wenn ich nach da gucke, sehe ich meinen Schleppmob. Wenn ich nach da gucke, sehe ich meinen zweiten PC. Da ist der große Bildschirm, und wenn ich nach unten gucke, weil der guckt immer nach links unten, ne? Der spielt sich an der Gurke rum. Da ist übrigens mein Aschenbecher, ne? Deswegen gucke ich da immer nach links. Verstanden? Ah, oh, der atmet jetzt auch ganz schwer, ne? Das wird, ganz schlimme Sache. Und ganz kurz auch informationstechnisch. Nicht, dass du noch auf die Idee kommst, dass du sagst, würde es mich irgendwie besiegt oder getriggert. Nein, Scheißdreck. Du läufst nach wie vor an der langen Leine, genauso wie dein kleiner Kampfpinscher da. Das ist mir scheißegal, was ihr macht. Noch einmal, geh zur Polizei. Ich freue mich auf jeden scheiß Termin vor irgendeinem Kackgericht, damit ich deine scheiß Videos da zeigen kann. Wie dull bist du eigentlich? Okay. Ich hätte nur, wenn ich dich ständig anzeigen würde, das Problem, dass ich das noch nicht so gut beweisen kann. Ich habe das aber als Angeklagter viel einfacher, mich zu verteidigen. Mach dir da mal keine Sorgen. Oder sehe ich irgendwie ängstlich aus? Ha? Nochmal, das Problem wohnt in Rheinbach. Das ist eins, das ist das große Problem. Das andere kleine Problem, das wohnt in Morschen. Da kümmern wir uns auch gerade aktuell drum. So, und das große Problem hat ein Gewaltproblem. Und dieses Problem wird jetzt aufhören. Ende der Durchsage. Jedes Mal, wenn du dein blödes Maul aufmachst, einen bedrohst, beschimpfst oder sonst irgendwas, hast du mich am Hals. Ja, bis ans Ende meiner Tage, um das ganz klar mal auf den Punkt zu bringen. Dasselbe, was du zum Kirsche ständig sagst, wenn er das Maul aufmacht und irgendwie, was mir nicht in den Sack passt. Das gleiche Problem hast du gerade mit mir und du hast das noch mit ein paar anderen Leuten. Die kommen aber auch alle noch persönlich vorbei, sich bei dir vorstellen, digital. Nicht, dass du nur auf die Idee kommst, ich schicke dir nach mir oder sowas. Aber du hast das Problem mit mehreren Männern. Vor allen Dingen hast du das Problem mit Männern. Ja, weil das einfach nicht geht, was du hier tust. Und ich weiß nicht, was in deinem kleinen Kasper hier da kaputt gegangen ist, dass du das nicht verstehst. Deswegen sitze ich gerade hier und erkläre das noch einmal. Du bist für mich ein Komplettversager. Ende der Durchsage. Um das jetzt mal, mir ist das scheißegal, womit du dein Geld verdient hast, verdienen wirst oder sonst irgendwas tust oder was auch immer. Setze ich in deine verschissene Sendung dahin, bedrohe weiter irgendwelche Leute und noch einmal, das werden wir hier stoppen. Das funktioniert nicht mehr. Das ist der eine Punkt. Und wenn du noch einmal definierst, dass du ein Gewaltproblem hast, spar dir die Spucke, setze ich in deinen scheiß Kübel, komm hier runter. Das hast du ja angekündigt. Ich bin hier kurz vom Amoklauf, der kleine Zwerg auch. Noch einmal, da holt sich hier so ein abgebrochener Pinscher, holt sich eine einstweilige Verfügung wegen Gewaltenschutz eines Problems, was ihn gar nichts angeht, als kleine Freundlichkeitsdienstleistung an seinen Freund, kommuniziert das auch noch offen. Das ist also im Prinzip ein Rechtsmissbrauch, den gibt er auch noch offen zu, hier dieser geistige Tiefflieger. Und erzählt dann immer irgendwas von irgendwelchen Freundschaften. Noch einmal, ihr seid Verbrecher. In meiner Wahrnehmung seid ihr Verbrecher. Ihr gehört normalerweise komplett weg, aber mir würde das, wie gesagt, schon reichen, wenn ihr einfach aufhört, fremde Menschen zu bedrohen, weil die einfach sagen, hört auf mit dem Scheiß, den ihr da macht. Hört auf, Leute zu bedrohen. Das ist ja der verschissene, komplette Kontext, Tenor, was ich euch zu sagen habe. Und nochmal, ihr könnt da durchdrehen, so viel wie ihr wollt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich warte ja immer noch darauf. Nochmal, ihr habt mich nicht getriggert. Kommt nicht auf die Idee zu sagen, der ist jetzt auf Zündung. Nein. Ich finde nur, noch einmal, wir haben momentan, der eine zappelt da ja rum wie so ein Geisteskranker, ich finde es sehr sympathisch. Und der andere, der kommt mit seinen Gewaltfantasien ja auch nicht ins Bett, ohne da irgendwie nochmal Müll ins Netz zu kippen. Aber ich finde, wir sollten das nochmal ganz klar auch auf den Punkt bringen. Das heißt, ich habe keine Angst. Viele andere auch nicht. Und nochmal, wenn das Problem Gewalt ist, die ich persönlich ablehne, aber diese Gewalt zu mir nach Hause kommt, ich stehe mein Mann, noch einmal, zweimal schellen, gib mir 3 Minuten, ich springe nur kurz in die Schuhe. Ist mir egal, bring noch einen mit, ist mir egal.
Also wenn das euer einziges Problem ist, dass ihr der Meinung seid, ihr könnt euer Problem dadurch lösen, dass ihr subtil oder offen mich ständig bedroht, das könnt ihr euch sparen. Einfach, dann lasst uns das klären. Wir treffen uns auf der grünen Wiese mitten im Feld. Mir ist mir egal, ich komme da hin. Ich komme ganz allein, macht keine Sorgen. Das, wie gesagt, diesen Wunsch kann ich sofort erfüllen. Und wenn ihr diesen Wunsch nicht haben wollt, hört gefälligst auf, so eine Scheiße zu labern. Das ist der Punkt. Ich lasse mich hier von keinem bedrohen. Und noch einmal, La Familia, Alter, was bist du für ein Wichser? Was ist los, La Familia? Was für eine Familie willst du denn haben? Die Familie des Fremdschämens. Du erklärst andere Leute zu La Familia, deine geistigen Terroristen, die dich da ständig unterstützen. Was ist los? Also, die stimmt doch irgendwie komplett was nicht. So, und da muss man einfach mal auf den Punkt bringen. Und noch einmal, mir ist das scheißegal, womit du dein Geld verdient hast, womit du dein Geld verdienen wirst, was du auch wenn du tust, ob du Kerzenseife, Dildos, Schuheinlagen verkaufst. Das war hier nie Gegenstand dieser Diskussion. Gegenstand ist und bleibt. Ihr seid übergriffig. Jemand, der mich bedroht und sagt, ich komme vorbei, werde dich tern und fädeln und wenn ich damit fertig bin, kümmere ich mich um deine behinderte Frau oder totes Fleisch. Noch einmal, was willst du denn mit mir genau besprechen? Was ist denn genau dein Problem? Komm vorbei und besprich es mit mir. Du lädst Leute ständig an und sagst, komm vorbei, komm vorbei, komm vorbei. Und dann läufst du weg, wenn sie kommen, habe ich gehört. Oder rufst die Polizei oder machst mi. Da keiner, der will mich verhauen. Ja, das ist doch die verschissene Realität. Das ist das Problem. Ne? Und dann geht es auch noch, wie gesagt, um das Thema Lügen. Du kannst ein Arschloch sein wie ich, aber die Leute wissen, die merken, ich lüge nicht. Das ist hier nicht zusammenkonstruiert. Das ist einfach, das ist meine Meinung. Und nochmal, ich stehe dafür, dass Männer ihre Frauen nicht verprügeln. Punkt. Und ihr seid die Opposition. Ihr erklärt euch allen Ernstes zur Opposition dieses Grundgedankens. Friedlicher Umgang miteinander. Das ist genau das Problem hier gerade. Ne? Und da kann der DLP seine ganzen Fantasiegeschichten und dann seinen Nippel und Milch für alle und wie gesagt, schmeißt ihm so viel Geld zu, wie er wollt. Das ist nicht die Frage. Noch einmal, dieser Typ ist übergriffig, der bedroht Frauen. Und der andere, der möchte Leute wie ein J... persönlich an der nächsten Laterne aufhängen. Für eine Banalität. Alter, was ist los? Was ist hier falsch? Da sitzt eine Eiche DLP, Claudia heißt die Tante, glaube ich, hier, diese irgendwie die abgebrochene Tante, die da neben ihm auf dem Bild ist. Nochmal, was ist das für eine Frau, die so einen Typ gewähren lässt? Gibt es da nicht irgendwie so eine Oberinstanz? Also in jeder türkischen Großfamilie gibt es einen, der sagt, pass auf, Ende, gibt's bei euch gibt's das nicht oder was? So, ist das Problem nicht, finde ich. Also wie gesagt, kommt ihr weiter mit Gewalt, spart euch das, ihr braucht das nicht videotechnisch ankündigen, wie gesagt, also einfach Telefon, E-Mail, keine Ahnung, ruft mich an, kommt vorbei, ist überhaupt kein Problem. Ne? Dass wir das ein für alle Mal hier mal geklärt haben. Ne? Ich sammle eure Scheiße, eure digitale Scheiße ja auch. Ne? Ich wäre aber noch gar nicht auf die Idee gekommen, da jetzt Gewaltenschutz zu beantragen. Gar nichts, ich brauche keinen Gewaltenschutz, ich brauche keine Polizei, ich brauche gar nichts. Ich brauche ein paar frische Schuhe und dann geht's auch schon rund. Ich brauche keinen Gewaltenschutz, ich kümmere mich da komplett selber um meine Gewaltenschutzaktion. Stehst du bei mir vor der Tür, gehst du an meine La Familia, wie du es angekündigt hast, ich brauche keinen Gewaltenschutz. Das ist doch ganz simpel, was ist los? Ich bin Mann, ich bin nicht so ein Lappen, ich bin kein Lügner. Das ist genau der Unterschied. Nur mal, die alle heute hier sind, ja, liebes Publikum, dass ihr euch hier reichlich versammelt habt, ich grüße euch nochmal. Die meisten sind bei euch weggelaufen, weil die einfach merken, dass ihr Lügner seid. Der große Lügner lügt ja noch mehr wie der kleine Lügner. Auch das sei euch gegönnt. Ihr könnt Frauen als Fotze, als alles minderwertige Kreaturen beschimpfen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Die Weiber zanken und schießen auch zurück. Die wissen sich ja zu wehren. Nur die machen es ja so, dass das im Prinzip am Gerichtsfest ist, dass man denen nichts in die Schuhe schieben kann. Und deswegen kommen ja immer diese Gewaltausbrüche. Wenn der kleine Dirk seinen Willen nicht kriegt, dann schmeißt er den Hamster gegen die Wand. Oder was ist hier los? So. Nochmal, die Kritik geht einmal an den Lulasch und an den seine, ich nenne die jetzt einfach mal freundlich Alte, ne, damit auch ein Grund, das mich anzuzeigen. Vielleicht will die Alte mich auch anzeigen, ne? An Eiche. Was ist das für eine Frau, die so einen Typ so gewähren lässt? Was ist mit der falsch? Ja, denkt mal an eure Kinder, Alter, die gehen in die Schule und die anderen gucken sich die Videos an, wie der Typ da nackt da in der Gegend rumsitzt. Also was ist los? Und ihr zeigt mit dem Finger auf mich, wo holst du denn das Ego her? Hat dir einer vor ein Skript gemacht oder was stand dann im RTL-Drehbuch oder was ist dein Problem? Du hast nix, du bist der Zappelphilipp, du zappelst den ganzen Tag rum und du bist selbstmordgefährdet. Ich hab Depri, ne? Ach, das Christkind, ich hab das Christkind, hat einen Brief abgefangen, ne?
liebes Christkind, ne? Ich wünsche mir gerne einen Ferrari. Alter, so eine Battleshow, ne? Alter, ich würde mich schämen, ich würde mir die Eier abhacken, die Zunge rausschneiden, bevor ich sowas sagen würde, mein Publikum. Ja, wir haben gleich 300, dann mache ich Feierabend bei 300, knipse ich ab. Ich habe eine Dreierallergie. Ich bin ja wirklich noch freundlich unterwegs. Ich versuche jetzt nur so die letzten Tage mal zusammen. Auf 302, du Scheiße. Ja, aber ohne Scheiß, das, was ich hier sage, ist das, was alle denken. Und ich habe auch keine Muffe, da irgendwie mal Klartext zu sprechen. Was ist los? Wenn ihr anfangt, mich zu bedrohen, öffentlich, ihr braucht keine Polizei. Der kleine abgebrochene Riese holt sich Gewaltenschutz, weil er auf der falschen Baustelle morgens wach geworden ist und irgendwie meint, er hätte ein Problem mit mir. Nachdem er mich beschimpft hat und sagt, ich soll vorbeikommen, ihm mal vor die Gurke kloppen, habe ich doch gesagt, weißt du was, wenn du was von mir willst, trappst du hier gefälligst an. Und dann hat sich das. Wo soll denn das Problem sein? Der da Maul aufreißt, der fällt da auch gefälligst hin oder halt die Fresse. So einfach ist das Leben. So, und jetzt fängt der andere da mittags auch noch an, darum zu zetern. Ich weiß nicht, wie lange ich das mal durchhalte. Du bist ein Alter, du bist ein Depri-Kaspar. Du weißt ja noch niemals, ob dein Arsch durchhält bis mittags, ob du kacken warst oder nicht. Was ist los? Was für Kriege willst du gewinnen, du alter Zappel-Philipp? Du bist ein Schatten eines Mannes. Du bist kein Mann, du bist einfach ein Lappen. Du bist ein 2,13 Meter Lappen. Ja, und du fängst Kriege mit anderen Leuten an, bedrohst Frauen und rennst dann zur Polizei. Was stimmt mit dir nicht? Ja. Der eine, der kleine Kuchenkasper, der erzählt immer, ja, ist egal, was die Bullen sagen, kann jeder mich verurteilen, ich mach trotzdem weiter. Warum löscht du dann deine ganzen Kackvideos, die bei mir auf meiner Telegram-Gruppe sind? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum löscht du denn das ganze Zeug, was ich anschließend wieder hochgeladen habe? Warum läufst du denn amok? Bin ich denn der immer Leute bedroht und sagt, ich komm vorbei, tritt dir die Bude weg, ich werde dich liegen, doxen, vierteilen, einen Halt scheißen, mit Gas vergasen, was du alles schon mit den Leuten machen wolltest? Mal eine kurze Frage, wann fängt das denn an? Kommst du auch mal in Real Life oder hast du nur digital große Fresse? Was ist los? Ich verstehe das nicht. Ja, nee, die sind beide krank. Nicht der eine ist krank, die sind beide krank. Der eine, der Zappelphilipp, der hat einen Depri, der ist schwer selbstmordgefährdet. Wenn der seinen Willen nicht kriegt, läuft er eines Tages amok, legt da irgendwelche Leute um, weil er seine Gewalt nicht unter Kontrolle hat. Aber was stimmt mit den Typen hier nicht? So geht man sozial nicht miteinander oben. Man kann sich da nicht als sozial kompetenter morgens präsentieren, den Leuten, die heute eine Kamera halten, sich ein Zwanni zuschmeißen lassen und der Meinung sein, der Rest der Welt findet mich jetzt super geil. Nein, noch einmal, ihr seid Frauenschläger. Ihr droht Menschen, die euch nichts getan haben, die ihr nicht einmal kennt. Das ist ja noch der Oberknaller. Ihr kennt die alle nur digital. Also ihr kennt die noch nicht mal real. Ihr wisst weder, wie die aussehen, riechen, wie denn ihr Umfeld ist. Ihr habt einfach erklärt, die hassen wir. Was ist los? Übrigens 27 Minuten 19. Ich fühle mich schon mal ziemlich geil bis hierhin. Ja. Ich erwarte von jedem, der hier Eier unten in der Buchse hat, von jedem Mann, der sich hier aufhält, mir ist scheißegal, aus welchem verfickten Pisslager ihr da kommt, von irgendwelchen Assi-Nerds, Telegram-Gruppen aus irgendwelchen Herrn Outdoor, von der NWO, was weiß ich, wo ihr geboren seid, wo ihr gerade seid. Ich erwarte von jedem, der hier Nüsse hat, dass ihr gefälligst hier mithilft, diesen beiden Leuten zu erklären, dass das nicht funktioniert. Noch einmal, hier werden Frauen bedroht. Was stimmt mit euch nicht? Ich erwarte von jedem, der hier Nüsse hat, egal wie groß die sind, dass der das Maul aufmacht. Darum geht's. Punkt aus. Ende. Ja. Hier geht es nicht darum, Gruppe A gegen Gruppe B oder sonst aber noch immer. Hier sitzen zwei Typen, die irre sind und Leute bedrohen für Scheißdreck. Ja, ist doch scheißegal, ob die wissen, wer wir sind. Ich meine, das heißt, spätestens beim Gerichtstermin tauschen wir eh die Daten aus. Ne? Also von daher, ich bin ja schussfest. Ne? Mir hängt das nur aus dem Hals. Ich bin genau wie alle anderen in so einer Art Dauerloop. Also jeden Tag fängt dieses Irrenhaus morgens an, da irgendwelchen Käse durch die Gegend zu senden. Irgendwelche Bekloppten applaudieren dann immer. Also, schöne Farben, hast du gut gemacht. Ne? Milch für alle, super. Nochmal, darum geht das nicht. Es geht nicht darum, dass sich da einer zum Affen macht und dafür Geld kassiert. Das ist nicht das Ding. Noch einmal, hier geht's darum. Es hört nicht auf, das geht schon seit über 2 Jahren mit Leuten. Ich erzähle euch nochmal Geschichten. Ich habe hier mit einer gequatscht, die hat 10 Minuten am Telefon geheult, bis die das erste Wort rausgekriegt hat, um ihr Problem zu erklären. Das heißt, sind Frauen so fertig, Matsche, alle scheiße kaputt gemacht, dass die erst mal 10 Minuten heulen, bevor die einem die Geschichte erzählen können, was diese Penner denen angetan haben. Das ist hier gerade die Sachlage.
Ich rede nicht darüber, dass irgendwelche Leute verzankt sind oder der eine mal doof geguckt hat, der andere einen blöden Spruch gemacht hat. Ich rede davon, dass hier Leute massivst Gewalt ausüben und zwar bis ins Real Life. Und das geht nicht, Ende der Durchsage. So. Aber ich glaube, das mit der Durchsage hatte ich gerade schon mal. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt in den gemütlichen Teil kommen soll. Ja, aber das muss da mal gesagt werden. Ich versuche das immer wieder seit Wochen hier durch die Blume zu sagen. Man muss das auch mal Klartext sagen. Das ist der Punkt. Das funktioniert so nicht. So, jetzt gucke ich mal ein bisschen in den Chat und versuche mal die Kontenance ein bisschen zu bewahren. Und nochmal, meine zweite Kritik, neben diesem Typ, diesem 2,13 Meter Erfolgstypen, der Meinung ist, wie gesagt, mit 3.000 Euro oder 5.000 Euro YouTube-Umsätze ist er hier schon mal so wie so eine Art Multimillionär oder so ein Scheiß. Ja, sei ihm gegönnt. Aber nochmal, was ist das für eine Frau, die den gewähren lässt, eigene Blagen vor die Kamera zu setzen? Angefangen bei dieser Golfgeschichte, der postet da irgendwelchen Schrott. Und nochmal, diese Golfgeschichte, die war schon 2 Jahre auf seinem Kanal und der Kanal heißt wie dieser Typ. Das ist doch nicht, ich habe es noch nicht gesucht. Das heißt, diese Sachen werden auch an mich herangetragen. Der eine sagt, Alter, hast du gehört, der beschimpft dich da als Pedo, guckt immer an, was der auf seinem Kanal hat. So läuft das hier. Also noch einmal, ihr habt genauso wie auf deren Seite viele versuchen, gegen uns zu arbeiten oder gegen mich. Genauso ist das auf unserer Seite auch. Ich habe viele Unterstützer. Ich sitze hier nicht alleine. Ja, aber darum geht das hier überhaupt nicht. Nochmal, ich käme überhaupt nicht auf die Idee, irgendwelche Blagen vor die Kamera zu setzen. Gar nicht. Weder meine eigenen noch Fremde noch sonst was. Ich habe auch keine Kinderbilder auf dem Handy. Aber ich möchte noch einmal eine andere Situation ganz kurz in Erinnerung rufen. Lass uns eine Reise machen. Wir reisen heute mal nach Iserlohn. Fröhlich gelaunte Menschen treffen sich zum bunten Farbenspiel in einer alten Zechensiedlung, malen sich dort an, trinken Bier, haben Spaß, viele Kinder laufen umher, fröhliches Kindergeschrei. Es wird gegrillt, gelacht, getanzt, es wird sogar live gestreamt. Und später hört man, ja, bei einem von denen lacht eine Festplatte hoch mit Kinderpornos. Super. So vom Gedankenspiel. Einfach nur, ich möchte diesen Gedanken, diese Pedo-Nummer jetzt einfach mal zurückgeben. An alle, die in Iserlohn anwesend waren an diesem Tag. Ja, nur so. Wegen Fairness. Verstehst du? Wenn ich Pedo bin, Alter, dann bist du ein Alien, ne? Nur mal so den Ball bemerkt, ne? Oder der nächste Papst. Ja, diese Totschlagargumente, ich meine, die sind sehr unsympathisch, aber ich habe die ja schon seit 10 Jahren am Hals. Das ist ja jetzt hier nicht so ungewöhnlich, dass ich nicht wüsste, wie ich mich dagegen zu wehren habe. Ne? So sieht das nämlich aus. Nur ich mache da nicht vorher so einen Rabatz hier und erkläre, was ich hier alles tun werde, sondern meine Post ist bereits unterwegs, wie sich das gehört. In einer stillen Minute heute Nacht persönlich zum Briefkasten gebracht. Nachdem um 22 Uhr eine Massenschlägerei gewesen ist, um 24 Uhr 6 Mülltonnen gebrannt haben, um 2.30 Uhr nochmal ein Polizeieinsatz war mit Blaulicht, habe ich dann gesagt, naja gut, wenn hier gerade ein Actionfilm gedreht wird, dann kann ich auch kurz im Briefkasten. Ja, ist wirklich so gesagt, aber hier Ramazama, also holla die Waldfee. Ja, genau, richtig. Knacke ist langsam im Kampfmodus und ganz kurz, so ähnlich fühlt sich mein Kampfmodus an. Aber nochmal, das ist hier gerade das Vorspiel. Ich werde von der Sprache noch viel brutaler und ich bin so brutal, dass meine Sprache so sauber ist, da lohnt sich niemals eine Anzeige. Da wird jeder Polizist demnächst den Kopf schütteln. Das hier ist heute eure Chance. Ne? Ich habe euch beschimpft. Aische ist für mich eine miese Mutter, dass die diesen Penner da gewähren lässt, dass der die eigenen Blagen vor die Kamera zerrt, andere Leute mit Dreck beschmeißt. Ja. Ich frage mich, was für Familienverhältnisse sind. Bitte zeigt mich deswegen an. Ich zahle auch 500 Euro Bußgeld oder whatever. Alles kein Problem. Aber nochmal, die Message muss raus. Und die Message ist und bleibt Gewalt gegen Frauen nicht mit mir. Nicht mit mir, nicht mit irgendwelchen Männern, die noch einen Restfunken Anstand haben. Wir alle, die gesamte deutsche Gesellschaft, wird dir und diesem Kampfzweck das abgewöhnen. Ob ihr wollt oder nicht, das ist nicht die Frage, ob ihr wollt. Die Frage ist nur, was das kosten wird, und zwar euch, nicht uns, sondern euch. Ne, ob eure Freiheit, gerade die vom Kampfzweck, so viel wert ist, dass er der Meinung ist, ich kann auch mal eine Zeit lang darauf verzichten. Wie gesagt, also ihr wird jeder Wunsch erfüllt, das ist überhaupt kein Problem, ne? So sieht das aus. Oh, wir sind übrigens 335 Leute. Wo kommt ihr denn alle her? Ich kenne euch ja gar nicht. Jo.
Ja, Dirk Lücker, jetzt kommt hier wieder dieser Deppendorfer Deppendödel. Meine Admins, mögen Sie bitte töten diese schwachsinnigen Fake-Accounts. Nochmal, die Botschaft ist und bleibt keine Gewalt. So einfach ist das. Ihr könnt zanken, solange ihr wollt, mit wem ihr wollt, wie ihr wollt. Überhaupt kein Problem. Ihr könnt auch Leute bedrohen. Allerdings, wie gesagt, wir werden dafür sorgen, dass alles dann zur Anzeige gebracht wird. Und wir werden auch zusehen, dass die Dinger durchgehen. Und alles, was an Gewalt in meine Richtung geht, wenn dieser Gedanke kommt, wenn du also abends da sitzt und sagst, oh, der hat Aisha jetzt beleidigt, ne? Ich habe Rache, mach diesen Gedanken gar nicht weg. Versuch dich da so in den Kampfmodus zu bringen, sagst du Aisha, so sie irgendwas anziehen, eben kurz runterkommen und wir klären das wie Männer. Ne? Dann können wir das auch gleich klären mit dem toten Fleisch und mit Behindertenwäschen und solchen Sachen aus Rippen scheißen. Also ist dann direkt eine Abwasch. Ne? Und nochmal, ich bin nicht wahnsinnig. Nochmal, ich habe noch 40% Lunge. Ich schaffe vielleicht noch 3 Minuten zurückzuschlagen. Der Typ wiegt 180 Kilo, 2,13 Meter. Aber ich schwöre euch, ihr werdet am nächsten Tag, wenn der vor der Kamera sitzt, falls er das noch schafft, sehen, dass der am Vortag mit mir zu tun hatte. Ja, ich weiß zwar nicht, wie ich dann aussehen werde. Das ist mir auch scheißegal. Aber nochmal, ich weiche hier keinen Millimeter zurück. Nicht vor Gewalt. Ist mir egal. Da kannst du Hells Angels seine Pistole in der Hand haben, 1,60 Meter groß sein, irre sein, das ist mir völlig egal. Hier weder meine Frau, meine Familie noch meine Freunde werden hier von euch Pennern angegangen. Ende der Durchsage. Puh. So sieht das aus. Und das war doch eigentlich mal ein hübsches Anfangsgespräch für unter Männern. Sag mal ehrlich, ist doch süß, oder? Ich kenne nur so Typen wie mich. Ich bin auch der Netteste von den Bösen. Die halten sich für Überflieger noch einmal. Das heißt, wenn die Erfahrung tatsächlich sein muss, dass das hohe Ross nur dadurch, dass man davon runterkommt, indem man sich in die Augen guckt und in die Schnauze schlägt, wenn das der Gedanke ist, der dich nachts nicht schlafen lässt, setz dich in eine Scheißkarre. Kein Spaß. Ne? Punkt aus. Ne, ich habe gar keinen Bock, irgendwie alle 3 Tage eine Anzeige gegen so einen Wahnsinnigen da zu schreiben. Wozu? Nochmal, lass das einfach bleiben. Du bist keine La Familie, du bist eine Schande für die Menschheit. So wie du dich benimmst, das ist einfach eine Schande. Und alle, die diesen Leuten noch aktuell folgen, ihr seid eine Schande. Euch sollte man normalerweise auf der Straße anspucken, wenn man euch treffen würde, müsste man mal wirklich fragen, Alter, habt ihr nichts mehr im Schädel? Ganz im Ernst, nichts mehr. Ihr toleriert das. Ja, also wir können Differenzen haben, so viel wie wir wollen. Ne? Wer guckt sich welche Kinderfilme an und wer macht Wetter oder bla 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 bla. Aber nochmal, das hier ist gerade ein Game. Und das Game bedeutet, hier geht es gerade um Gut gegen Böse oder Böse gegen Gut. Das ist das Spiel. Ja, und aktuell schreien 2 Bauern auf dem Feld, warum muss ich als Erster raus? Ja, jeder abgebrochene Pinscher, ne? Ja, ich bin auch da, komm, ich hau dir vor die Fresse. Ja, und dann kommt so ein Pferd und sagt, was willst du denn von mir? Husch, husch, du Bauer. Meistens nach einem Schachspiel sind die Bauern ja auch meistens ziemlich tot. Die dürfen dann nur noch zugucken. Ne? So, was eine geile Metapher. Ne? nochmal, die Predigt ist und bleibt immer dasselbe. Und wenn ich mich hier 1000 Mal noch wiederholen muss, immer wenn ihr das Maul aufmacht und hier Menschen bedroht, werden wir da sein und dagegenhalten. Ja, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen schwierig, jetzt in die Kirmesabteilung rüber zu wechseln. Es ist alles gesagt. Ich finde, es muss auch tatsächlich mal alles gesagt werden. Und zwar auch in Deutsch zwischen Männern. Nochmal, geht zur Polizei. Ihr könnt sagen, der hat mich jetzt beleidigt oder was weiß ich, was gesagt. Ne? Nicht das Wort im Mund umdrehen. Also, wie gesagt, ich bin da gerne bereit, auch meinem Mann zu stehen, meine Prügel zu bekommen, mich auch notfalls wegen einer publiken Beleidigung mal für 500 Euro verurteilen zu lassen. Das ist nicht die Frage. Aber ich werde immer den Leuten beim Gerichtstermin erklären, lassen uns bitte die 5 Videos, die sind auch ganz kurz von der blauen Serie, von dem Kampfzwerg angucken. Na, auch mit dem Juden und so. Und wenn wir das getan haben, dann nehme ich das Urteil einfach schweigend an und sage, Dankeschön, fertig. Aber nochmal, dieses Problem, was ihr mit mir und mit vielen anderen habt, was eure Gewaltspirale, was euer Nicht-Nachgeben, was eure täglichen Lügen, eure täglichen Drohungen betrifft, ihr werdet ab sofort Dampf kriegen ohne Ende. So sieht's aus. Das ist der springende Punkt. Und das wollte ich euch in einer netten Runde einfach mal persönlich mitteilen. Ich habe jetzt lange genug hier stillgehalten, ich habe einige Wochen jetzt einfach nur den Druck aufgebaut und standgehalten, habe also gesagt, ich rück nicht 1 Millimeter nach vorne, aber auch natürlich keinen Millimeter zurück. Aber ich bin jetzt, sagen wir mal, so langsam in der Laune angekommen, wo ich sage, lass uns doch mal in den aktiven Teil wechseln. Ne?
ist ja nicht so, dass ich hier nur geboren wurde, um eure Zielscheibe zu halten. Also ich bin auch ziemlich gut im Schützenverein gewesen. Das war übrigens nur eine reine Metapher dafür, dass das heißt, ich kann mich wehren. Macht euch da mal keine Sorgen. Und ich brauche noch nicht was so eine scheiß einstweilige Verfügung für so einen Mist. Ja. Aber wie gesagt, ab jetzt gehen wir mal in den aktiven Teil und ich bin mir relativ sicher, dass ihr da ziemlich viel Spaß mit haben werdet. So, und wie gesagt, von allen Männern, die hier noch ein Stück Schwanz in der Buchse haben und zwei Knüppel, ich erwarte von jedem von euch, dass ihr bei mir auf der Telegram-Gruppe auflauft und ich gebe euch bei der Nummer hier mitmacht und diesen Leuten zeigt, dass das nicht geht mit Frauen bedrohen. Ja, und gerade hier auch unser Kampf-Joe. So, und ich bin irre genug zu sagen, fick die dicke Nachbarin. Ich schalte auch bei 3,25 ab, weil ich mache das nämlich hier nicht für Kohle.